willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 9. Oktober 2024, weiterhin mit Sonne und Merkur in der Waage. Harmonisierend, diplomatisch, charmant, entgegenkommend, beschwichtigend, aber auch ein bisschen unentschlossen weiterhin. Der Mond ist bis 20 vor 12 etwa im Schützen und wechselt dann in die Erdenergie Steinbock. Und Steinbock-Energie haben wir unter anderem auch in Pluto. Der ist rückläufig im Steinbock. Und das bedeutet eben auch Verlässlichkeit, Genauigkeit, langfristige Planung, Ehrgeiz, vorankommen wollen. Ja. Der Pluto ist rückläufig und das heißt, dass man auch auf Dinge zurückkommen kann. Und Pluto bedeutet auch Macht und Ohnmacht. Damit muss man sich möglicherweise rumschlagen bzw. auseinandersetzen. Um das zu bewerkstelligen, haben wir natürlich auch was fürs Gefühl. Wir haben Mars im Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, aber hypersensibel. Man sollte aufpassen, dass man entweder selber aufpasst, dass man nicht verletzt wird oder andere eben nicht verletzt, ja, weil das könnte dann auch unangenehm werden. Die Krebsenergie bringt noch eine starke Intuition mit, sodass man ein Gespür dafür hat, was man sagen, tun und was eben auch nicht ausgesprochen wird, was so im Raum schwebt. Ja, man hat dafür ein gutes Gespür. Das kann und wird helfen. Der rückläufige Neptun und der rückläufige Saturn sorgen wieder dafür, dass wir uns auch auf uns selber zurückziehen irgendwo und überlegen, was wir denn erreichen wollen und können, wie wir selber gefühlsmäßig unterwegs sind und wie wir am besten mit unseren Mitmenschen zurechtkommen, wie wir darauf zugehen. Und da können wir natürlich die Energien nutzen. Die zusätzliche Energie, die uns hilft zu kommunizieren, ist natürlich Jupiter in Zwillinge. Der ist ab heute allerdings rückläufig. Das heißt, diese wunderschöne Kommunikation, wo man sich austauschen kann, den Charme der Waage nutzen kann, der wird abgeschwächt. Das heißt, es kann sein, dass man sich ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so in der Lage fühlt, die Dinge beim Namen zu nennen oder es fällt einem was nicht ein oder man ist nicht mehr so stark in der Kommunikation wie bisher. Man kann aber auch in dieser Kommunikation auf Themen zurückgreifen oder Dinge, die eben durch die Rückläufigkeit vielleicht noch nicht abgearbeitet sind. Ja, wir haben den rückläufigen Uranus im Stier, der uns auch hilft, diese Energien von Zwillinge, die uns ja auch ablenken, die jetzt Gott sei Dank auch etwas abgeschwächt werden durch die Rückläufigkeit, da auch ein bisschen zu schauen, wie wir damit umgehen, ob wir da auch, ich sag mal, genügend Energie übrig haben, auch zum Erholen und vielleicht nochmal zum Feinjustieren. Am heutigen Mittwoch, wie gesagt, wird der Jupiter rückläufig und das kann den einen oder anderen schon auch ein bisschen Kraft kosten. Also geht da bitte behutsam auch mit euren Energien um. Viel Erfolg und wir schauen, was die Karten sagen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Weiterhin mit Sonne und Merkur in der Waage. Vermittelnd, entgegenkommend, diplomatisch, charmant, aber unentschlossen. Mond in Schütze, schön für dich. Feuerenergie, temperamentvoll, leidenschaftlich, optimistisch, mit Ärmel hochkrempeln, mit anpacken und flexibel. Dieser Mond wechselt 20 vor 12 etwa in den Steinbock. Ja. Steinbock-Energie ist ein bisschen anders, ist sehr strebsam, ehrgeizig, fleißig, beharrlich, geduldig und sehr auf Erfolg erpicht. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Steinbock. Pluto steht für Macht- und Ohnmacht-Themen. Dabei ist die Steinbock-Energie sehr autoritär, durchgreifend, hart und auch sehr beurteilend, würde ich mal sagen. Da sollte man sich natürlich vorsichtig ranwagen oder wissen, wovon man redet. Der Mars befindet sich weiterhin im Krebs, gefühlvoll, familiär, einfühlsam, übersensibel und damit auch überempfindlich, mit einer ausgeprägten Intuition, die uns hilft, uns zu orientieren, wenn wir uns darauf einlassen. Die Venus befindet sich im Skorpion, nachfragend, tiefgründig, ja, misstrauisch auch,
Ich sag mal, mit diesem Feingefühl, was man in der Krebsenergie braucht, ist eine gewisse Vorsicht auch sicherlich ratsam. Auch mit der Pluto-Energie sollte man natürlich auch sehr vorsichtig vorgehen. Wir haben Jupiter in Zwillinge. Ab heute leider rückläufig. Das bedeutet, diese starke kommunikative Energie ist ein bisschen, ja, ich sag mal, in den Hintergrund gerückt. Man muss sich schon gut überlegen, was man sagt. Es ist nicht so leicht. Man kann vielleicht nicht so stark überzeugen wie zuvor. Manche Dinge fallen schwerer. Und auch der Charme der Waage reicht vielleicht nicht mehr aus, um kommunikationsstark zu sein. Man muss da sehr viel mehr Arbeit einsetzen. Ja? Auch diese Energie, dass wir uns verzetteln und uns zu viel vornehmen, kann uns jetzt vielleicht auch Schwierigkeiten bereiten. Das kann in Stress ausarten, man kann sich nicht rausreden. Man hat aber noch den rückläufigen Uranus im Stier, der hilft, die Dinge wieder gerade zu bügeln. Ja, aber man ist, wie gesagt, nicht so überzeugend und man kann damit auch auf Widerstand stoßen. Schauen wir jetzt mal, wie das heute beim Widder aussieht. Erkenntnisse, Wissen, Know-how, auch Gespräche natürlich. Sich umschauen. Das ist wichtig mit Neptun und Saturn in den Fischen, dass man nicht nur von anderen ausgeht und andere beurteilt, sondern bei sich anfängt und dann das große Ganze sieht. Eigenliebe ist wichtig. Ein Neuanfang auch in Liebe kann natürlich möglich sein, aber es geht vor allen Dingen darum, dass man mit sich selbst zurechtkommt und dass man auch, ich sag mal, freundlich und entgegenkommend zu anderen ist. Es kann irritierend werden, wenn die Gefühle vielleicht ein bisschen durcheinander sind oder die Situation durch die Kommunikation vielleicht ein bisschen, naja, man sich unsicher fühlt. Ich denke, dass da eine gewisse Unsicherheit irgendwie produziert wird, wenn man plötzlich merkt, also da kommt Gegenwehr oder man wird nicht direkt verstanden und so weiter. Man sollte das aber nicht überbewerten, man sollte sich doch vorbereiten, man sollte klar und deutlich natürlich sagen, was man möchte, sich austauschen und auch verwirrte Gefühle nicht überbewerten, sondern einfach mal tief durchatmen und schauen, wie man das Ganze so zu beurteilen hat. Also cool bleiben und ruhig dran wagen, aber langsam machen. Viel Erfolg dabei, wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Weiterhin mit Sonne und Merkur in der Waage. Harmonisch, diplomatisch, charmant, entgegenkommend, ein bisschen unentschlossen. Mond ist in Schütze, optimistisch, flexibel, rangehend, also auch die Ärmel hochkrempeln, mitwirkend. Das wechselt dann gegen 20 vor 12 in den Steinbock. Da ist natürlich Genauigkeit gefragt, Fleiß. Ja, man sollte verlässlich daherkommen, aber ich meine, das ist sowieso etwas, was du in deinen Genen trägst als Stier. Wir haben auch den Pluto im Steinbock rückläufig. Da ist Macht und Ohnmacht-Themen sind da angesiedelt. Du kommst damit zurecht, aber es kann schon mal auch ein bisschen unangenehm werden. Autoritäre Steinbock-Energie ist natürlich auch, ja, Druck ist auch, ja, ich sag jetzt mal, man erwartet etwas von anderen, ja. Und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, kann es bisweilen ein bisschen unangenehm werden. Wir haben aber den Mars im Krebs, gefühlvoll, einfühlsam, familiär, miteinander. Wobei die Krebsenergie natürlich hypersensibel und empfindlich ist. Man muss aufpassen, nicht ins Fettnäpfchen zu tappern. Und dabei haben wir eine ausgeprägte Intuition. Das heißt, man weiß schon, dass zum Beispiel eine Situation prekär ist und man da besser aufpassen sollte. Das kommt auch gut hin, damit kommt man zurecht, auch gerade als Stier. Wir haben dann Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Wir schauen zuerst auf uns, wie gehabt, dass wir eben da Dinge verbessern. Wir haben die Venus im Skorpion, die ist auch ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig bis misstrauisch. Aber eine gewisse Vorsicht, andere nicht zu nahe zu treten, ist schon okay. Ja, wir haben die Kommunikation mit Jupiter in Zwillingen. Allerdings ist ab heute der Jupiter in den Zwillingen rückläufig. Das schränkt so ein bisschen diese gute Kommunikation ein.
Man ist vielleicht nicht mehr ganz so sicher. Man kann natürlich den Charme der Waage-Energie nutzen, aber man kommt vielleicht nicht mehr so gut an, wie das zuvor der Fall war, oder ist nicht so durchsetzungsstark, je nach Situation. Das sollte einen aber nicht abschrecken. Man sollte sich vielleicht nur gut überlegen, wo man jetzt zum Beispiel da das Wort ergreift und dass man da eben auch, ja, ich sag mal, Gegenfragen beantworten kann. Auch die Energie, dass man sich verzettelt, dass man zu viel macht, könnte jetzt wie ein Bumerang auf einen zurückkommen, indem man möglicherweise in Stress gerät. Der rückläufige Uranus in deinem Zeichen kann dabei wieder wunderbar helfen, die Dinge auszubügeln, aber vielleicht haben wir das ja auch vorher schon hinbekommen. Wir schauen mal, wie das heute für den Stier aussieht. Kommunikation, der Austausch ist natürlich weiterhin wichtig. Es geht darum, sich abzustimmen, klarzustellen, ja. Es gibt aber Veränderungen. Entweder ist der Ton rauer geworden, die Situation anders oder der ein oder andere nicht so überzeugt. 9 der Kelche, Wunscherfüllung, man teilt sich mit, man teilt auch mit, was man sich wünscht. Aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein, denn jeder hat ja so eine gewisse Vorstellung. Und vielleicht hilft es da auch ein bisschen, naja, ich sag mal, zuzuhören, was die anderen auch wollen. Die 9 der Kelche ist die Wunscherfüllung. Da ist man so ein bisschen verwöhnt auch von der guten Kommunikation, von dem guten Miteinander. Man sollte schon auch entgegenkommend sein. Mit der 3 der Stäbe geht es darum, strategisch vorzugehen. Also erstmal auch die Situation zu erkennen, auch mit der Intuition und dem rückläufigen Neptun und Saturn in den Fischen. Erstmal zu überlegen, ist das jetzt angebracht oder nicht? Und dann eben langsam und vorsichtig vorzufühlen. Ich glaube, es wäre falsch, jetzt weiterhin, ich sage jetzt mal so direkt und forsch nach vorne zu gehen. Aber das kann durchaus auch eine gute Überlegung mit sich bringen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024, und wir haben die Sonne und den Merkur weiterhin in der Waage. Das ist sehr schön für dich. Du fühlst dich gut aufgehoben, angenommen, mit viel Charme, natürlich auch Entgegenkommen, Freundlichkeit, Vermittlung, also dass man eben, ja, ich sag mal, sich gut zurechtfindet. Die Waage-Energie ist dabei aber auch ein bisschen unentschlossen. Der Mond im Schützen bis 20 vor 12 etwa, da haben wir Optimismus, sind flexibel, können uns auf Dinge einstellen, packen mit an. Dann wechselt der Mond in den Steinbock. Da geht es um ja, Leistung, sich bewähren, etwas schaffen, verlässlich sein, Dinge umsetzen und auch natürlich langfristig dranbleiben. Das ist jetzt nicht unbedingt deine Energie. Wir haben aber auch den Pluto im Steinbock rückläufig. Das kennst du schon ein bisschen länger. Da haben wir auch die autoritäre Energie von Steinbock drin. Langfristiges Planen, verlässlich zu sein, und das wird auch erwartet. Da ist natürlich auch großer Ehrgeiz drin und man lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Das kann mit Macht- und Ohnmachtthemen bisweilen auch schon mal recht unangenehm werden. Wir haben den Mars im Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, familiär, überempfindlich. Da muss man aufpassen, aber auch mit einer grandiosen Intuition ausgestattet, die uns hilft, die Situationen besser, ja, ich sag mal, entscheiden zu können, was jetzt zu tun ist, ja. Und wir haben die Venus in Skorpion, auch eine Wasserenergie, auch sehr gefühlvoll, aber misstrauisch, vorsichtig und ja, ein bisschen zurückhaltender. Das kann helfen, dass man eben nicht in die Vollen geht, sondern dass man sehr behutsam vorgeht. Da ist das nicht schlecht. Wir haben zudem natürlich Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig weiterhin, wo wir uns selbst betrachten, wo wir auch selbst schauen, was wir selber tun können, um die Dinge zu verbessern. Und das sollten wir dann auch umsetzen. Wir haben Jupiter in deinem Zeichen ab heute leider rückläufig. Die starke, tolle Kommunikation, Überzeugung und auch die charmante Energie von Waage, die da mitschwingt, wird ein bisschen, sagen wir mal, in Frage gestellt oder ist nicht mehr so präsent oder nicht mehr so durchsetzungsstark, kann ein bisschen Kraft verlieren,
verloren haben. Und das merkt man auch. Ja, also man sollte sich darauf einstellen, dass die Dinge nicht so leicht gehen wie vielleicht zuvor. Es fällt alles ein bisschen schwerer. Aber mit Einfühlungsvermögen, das ist wichtig, kann man natürlich die Dinge gerade rücken und auch ein bisschen sich auf andere einstellen. Mit dem rückläufigen Uranus im Stier, da haben wir ja auch diese Energie von Zwillinge, wo man sich so verzettelt, wieder auch so ein bisschen gerade gebügelt. Und jetzt kann eben das, was du vorher zu viel gemacht hast oder wo du dich verzettelt hast, wie ein Bumerang zurückkommen und es kommt alles auf einmal und du musst dich kümmern. Aber wie gesagt, Uranus im Stier hilft dir in seiner Rückläufigkeit, da klar Schiff zu machen. Spätestens jetzt solltest du das auch tun als Zwilling. Ja, schade, aber stell dich darauf ein, dass es ein bisschen anstrengender wird. Wir haben Disziplin. Das ist wichtig, auch gerade mit der Steinbock-Energie. Wir haben Verwirrung. Es irritiert dich, dass das plötzlich so anders ist. Und wir haben die 9 der Münzen. Du musst auch auf dich selber Acht geben. Das heißt, du stehst als, ich sage jetzt mal, Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin erstmal da. Wo stehe ich? Was mache ich? Also Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Was könnte der nächste mögliche Schritt sein? Ja. Und jetzt solltest du natürlich auch schauen, was um dich herum passiert und was da an Möglichkeiten da ist und wo es vielleicht auch ein paar Hindernisse gibt. Wir haben den Magier Manifestation und diese Manifestation findet nur statt, wenn du auch wirklich dran bleibst und die Disziplin hast, auch durch schwierige oder ich sag mal nicht so einfache Bereiche dich durchzuarbeiten, langsam, ne? Stetig, aber dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Sonne und Merkur weiterhin in der Waage. Harmonisierend, diplomatisch, charmant, entgegenkommend, aber unentschlossen. Weiterhin den Mond erstmal in Schütze bis 20 vor 12. Optimismus, Herangehensweise, flexibel und auch ärmelhochkrempelnd. Ab 20 vor 12 wechselt der Mond dann in den Steinbock. Das gibt dir als Krebs ein bisschen mehr Sicherheit, Stabilität und Orientierungshilfe. Steinbock-Energie ist sehr langfristig planend, verlässlich, legt da großen Wert drauf, haben wir auch in Pluto rückläufig, der ist nämlich auch im Steinbock. Auch da geht es um Machtthemen natürlich, aber es geht auch um die langfristige Verlässlichkeit, Durchhaltevermögen, einen langen Atem haben, ja, und eben auch möglicherweise Dinge durchzusetzen. Wir haben den Mars in deinem Zeichen, liebevoll, fürsorglich, entgegenkommt, mütterlich, aber auch mega empfindsam. Das ist auch nicht neu, das kennst du schon. Du bist ja der intuitive Krebs, der das kennt und auch hoffentlich ein bisschen an sich arbeitet, nicht jede Bemerkung auf sich zu münzen und dann, ja, ich sag mal, deprimiert zu sein oder wütend oder wie auch immer. Das wäre schon ganz wichtig. Deine Intuition hilft dir dabei. Dein Bauchgefühl, deine, ja, ich sag mal, sensationelle Intuition, die jetzt auch mit dem Mars auch auf andere, ja, verteilt wird. Mit dir macht man so leicht nichts vor. Und auch mit dem Kampfgeist von Mars bist du dabei und orientierst dich eben auch unter anderem an der Steinbock-Energie. Die Venus befindet sich im Skorpion, ein bisschen vorsichtig, hinterfragend, misstrauisch, also eine gewisse Vorsicht sowieso, damit man anderen nicht zu nahe tritt und selber auch ja nicht zu schnell verletzt werden kann. Das ist okay, wenn man es nicht übertreibt. Und dann haben wir Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, wo wir uns wieder auf uns selber zurückwerfen und schauen, was wir tun können, um die Dinge für uns selber und natürlich dann im Endeffekt auch für andere zu verbessern. So, wir haben dann die Energie von Zwillinge, Jupiter, der ist ab heute rückläufig. Der Jupiter ist heute ab heute rückläufig in den Zwillingen und sorgt dafür, dass die Kommunikation ein bisschen, ja, sagen wir mal, schwieriger wird. Nicht so leicht davon geht oder uns auch nicht so leicht fällt, ja. Und wir natürlich ein bisschen mehr Energie darin einbringen müssen, uns ja vorzubereiten, präsent zu sein, durchsetzungsfähig und überzeugend. Der Charme der Waage kann natürlich helfen,
Aber wir haben auch noch die Energie von Zwillinge, dass wir uns zu viel vorgenommen haben könnten. Ja, wir haben ja ganz oft und ganz viel darüber gesprochen. Jetzt mit der Rückläufigkeit könnte sowas auf uns zurückfallen, indem nämlich die Dinge plötzlich ja terminlich eng werden. Der rückläufige Uranus im Stier hilft uns weiterhin dabei, das auszubügeln, falls da irgendwas noch nicht geklärt ist. Und das sollten wir natürlich dann auch schleunigst tun. Aber wie gesagt, in der Kommunikation ist ein bisschen schwieriger. Wir haben den Mond, das Gefühl dringt an die Oberfläche. Wir haben die 5 der Schwerter, man setzt sich damit auseinander. Man fühlt sich vielleicht auch irgendwie nicht so verstanden. Wir möchten den Neuanfang mit dem Narren, ja, man möchte dahin, aber irgendwie hat man das Gefühl, ja, man rennt entweder ja vor eine Wand oder vor Windmühlen, das kann schon mal sein, ja, aber nicht aufgeben. Trotzdem sollte man die Dinge und auch die Gefühle kritisch betrachten. Vielleicht hat man sich auch einfach übernommen, zu viel vorgenommen. Die Waage-Energie gleicht aus. Also, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, müssen wir so zielstrebig sein wie die Energie von Steinbock, also auch langfristig durchhalten. Ja? Wenn wir jetzt so ein bisschen hier Wehleid haben mit dem Mond, dass uns etwas nicht gelingen könnte oder so, verlasse dich darauf, dass du eben alle Eventualitäten abwägst und dir vielleicht auch Hilfe suchst. Denn ich denke, da ist ein Ausgleich drin und vielleicht ist auch ein Ausgleich nötig mit Ruhe und Entspannung. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Mittwoch und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Weiterhin die Sonne und der Merkur in der Waage. Und wie immer, Löwe und Waage-Energie, ja, generiert hohe Ansprüche. An sich, an andere, die Situation, wie auch immer, sei da bitte sehr vorsichtig. Wir haben auch viel Erdenergie, wir haben aber auch viel Gefühl da drin. Und deswegen kann man auch manchmal schon ein bisschen ungerecht werden, wenn man da nicht aufpasst. Also Waage-Energie ist harmonisierend, charmant, entgegenkommt, vermittelnd, aber etwas unentschlossen. Der Mond im Schützen weckt den Optimismus, die Strahlkraft, das flexibel auf Situationen reagieren, Ärmel hochkrempeln und mit anpacken. Das ist aber nur bis 20 vor 12 der Fall, dann wechselt der Mond in den Steinbock. Steinbock-Energie ist auf Leistung getrimmt, will was erreichen, ist sehr zielstrebig. Wir haben ja auch den Pluto im Steinbock rückläufig. Da sind die Machtthemen hinterlegt und gerade auch mit dem Mond, mit dem Gefühl, jetzt muss man was leisten, jetzt wird man gefordert. Das muss nicht schlimm sein und man sollte auch nicht in Panik verfallen, aber man möchte auch was zustande bringen und das wird natürlich auch, ich sag mal, kritisch geprüft, ne, wenn du das irgendwie präsentieren musst oder verteidigen musst oder klarstellen musst. Ja. Wir haben dazu den Mars in Krebs, gefühlvoll, sensitiv wie immer, hypersensibel und damit auch leicht verletzbar, aber auch mit einer grandiosen Intuition ausgestattet, die dafür sorgt, dass man sich eben auch umschaut und sehr achtsam ist, hoffentlich. Ne? Und dass man auch natürlich nicht nur sich selber sieht, sondern das große Ganze und die Mitstreiter und Streiterinnen. Die Venus befindet sich im Skorpion, ist auch eine sehr vorsichtige, misstrauische Energie. Man soll auch vorsichtig sein, nicht übertreiben oder zu harsch irgendwie unterwegs sein, aber auch bitte da mit der Vorsicht nicht übertreiben. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Da schauen wir bitte auf die eigene Handlungsweise und das eigene Gefühlsleben, was das für einen Einfluss auf unser ja, Bild, was wir nach außen abgeben hin hat und was wir da vielleicht auch noch korrigieren, verbessern können und was uns gut tut. Ja, das alles in allem kann man natürlich miteinander verknüpfen. Jetzt haben wir für die Kommunikation Jupiter in Zwillinge. Und dieser Jupiter in Zwillinge wird heute rückläufig oder ist rückläufig, wenn du das hier hörst. Das bedeutet, die Kommunikation fällt nicht mehr so leicht wie zuvor. Das eine oder andere im zwischenmenschlichen Bereich und auch in der Kommunikation muss sich ein bisschen härter erarbeitet werden, ja. Und lässt sich nicht mehr so leicht von der Hand irgendwie umsetzen. Man muss schon ein bisschen vorbereitet sein. Auch der Charme der Waage hilft natürlich, aber reicht manchmal eben nicht aus. Die Energie, dass wir uns mit der Zwillinge-Energie verzetteln, zu viel vorgenommen haben, zu viele Termine und so weiter,
kann wie ein Bumerang jetzt in der Rückläufigkeit auf uns zurückkommen, wenn wir da vorher nicht ein bisschen aufgepasst haben. Da können Termine eng werden, der Abgabetermin oder sonst was kann uns Schwierigkeiten machen. Der rückläufige Uranus steht uns aber weiterhin zur Seite, da eben ein klares Wort zu sprechen oder sich auszutauschen auf jeden Fall. Sollten wir auf jeden Fall nutzen. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wir haben die Kommunikation, ja. Da haben wir das Gespräch auf Augenhöhe. Es kann schon sein, dass man, wenn man irgendwas zeitlich nicht schafft, bitte frühzeitig auch mitteilt, das ist nicht zu schaffen. Oder ich brauche Unterstützung von einem Fachmann, einer Fachfrau, jemandem, der mir da sachlich und klar mitteilen kann, wie wir das regeln können und wie wir das handhaben können. Ja, das kann beruflich sein, privat sein, dass man da vielleicht Unterstützung braucht, ja, um etwas durchzuziehen oder wirklich auch die bestmögliche Startposition zu haben. Da ist auch ein Neuanfang drin. Also man möchte etwas starten, umsetzen, generieren. Vielleicht braucht man da auch das Go des Vorgesetzten und so weiter und sucht das Gespräch. Wie gesagt, wenn, sollte man wirklich gut vorbereitet sein, damit das überhaupt möglich wird. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Sonne und Merkur, wie gehabt, in der Waage. Entgegenkommend, charmant, vermittelnd. Ja, auch sicherlich, ich sag mal, ideenreich und freundlich, aber ein bisschen unentschlossen, ja, weil sich die Waage-Energie nicht auf eine Seite schlägt. Das kann irritierend wirken, aber so ist das. Wir haben den Mond im Schützen bis 20 vor 12, da haben wir Optimismus, da haben wir Flexibilität mit anpacken und man möchte halt auch vorankommen. Dann wechselt der Mond in den Steinbock. Steinbock-Energie steht dir besser zu Gesicht und fühlt sich für dich auch besser an. Es geht um ja Vorankommen, Ehrgeiz, verlässlich sein, fleißig sein, das ist genau dein Ding. Wichtig ist, dass du da eben bitte auch nicht übertreibst, denn Pluto befindet sich ebenfalls im Steinbock, ja, und da wird das ja auch verlangt. Also wenn du jemanden beeindrucken willst, was durchsetzen willst, dann musst du diese Qualitäten auch mitbringen, aber lass dich nicht verheizen. Das ist wichtig. Macht- und Unmachtthemen sind immer so eine Sache, ja. Auch bei allem Ehrgeiz und allem Können, was du hast, es ist immer wichtig, den Punkt zu kennen, an dem man nicht nur herausgefordert, sondern wirklich auch ein bisschen ausgenutzt wird. So, wir haben dazu den Mars im Krebs, wie gehabt, gefühlvoll, sensitiv bis eben hyperempfindlich und damit auch gefährdet, verletzbar. Man selber kann natürlich auch sehr verletzbar sein, also vorsichtig. Dabei aber eine ausgeprägte Intuition, Bauchgefühl, Sensitivität. Man kann achtsam damit umgehen und man kann auch die Situation gut einschätzen. Das ist ja schon mal sehr gut. Dabei ist die Krebsenergie sehr familiär, gefühlvoll, entgegenkommt, freundlich. Die Venus in Skorpion ist ein bisschen anders. Sie ist ein bisschen ja misstrauisch, vorsichtig. Das ist, wie gesagt, der Jungfrau-Energie nicht unähnlich. Hier ist es das Gefühl. Bei der Jungfrau ist es das Fachliche und die Arbeit. Das kann sich aber übertragen eben. Ne? Also bitte nicht zu skeptisch sein und auch ein bisschen Gefühl mit einbauen. Das Entgegenkommen kommt auch bei Vorgesetzten sehr gut an. Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, wie immer. Wir schauen auf uns selbst. Ganz wichtig auch, wie wir uns fühlen und immer wohlwollend mit uns selber umgehen. Das ist ganz wichtig. Wenn es dir gut geht, dann geht es auch deinen Mitmenschen gut, weil du dann ganz anders auf die zugehst. Das zu beobachten und auch anzuwenden, ist die Kunst dieser Energie. Ja, wir haben Jupiter in Zwillinge und ab heute ist dieser rückläufig. Das heißt, die Kommunikation ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen, ja, ich sag mal, holpriger. Ja, es kommen vielleicht mehr Kritikpunkte. Es werden vielleicht Dinge gefragt, auf die du nicht vorbereitet bist oder jemand anderer nicht vorbereitet ist. Das kann ein bisschen unsolider werden. Also man sollte sich nicht auf sein gutes Gespür allein verlassen, aber das machst du sowieso nicht. Ich weiß, als Jungfrau, du bist gut vorbereitet. Ja, du bist Planer und Organisator schlechthin.
Mit dem Charme der Waage kann man natürlich ein bisschen punkten, aber wir haben noch die Energie von den Zwillingen, die eben sich so verzettelt. Und da kann es jetzt wie ein Bumerang zurückkommen, wenn du vorher nicht aufgepasst hast. Also das betrifft natürlich alle, nicht nur die Jungfrau. Dann kommen jetzt viele Sachen, die irgendwie eng werden mit dem Termin und so weiter. Uranus im Stier hilft aber, da eine Lösung zu finden. Und das sollte man dann natürlich auch tun. Was haben wir für die Jungfrau heute? Irritation. Ich denke, das hat was mit der erschwerten Kommunikation Zwillinge Jupiter zu tun. Man bringt etwas zu Ende. Ja, vielleicht ist man auch erstaunt, dass das jetzt plötzlich zu Ende geht. Und wir haben die 10 der Kelche. Sehr viel Gefühl entgegenkommt, familiäres Miteinander. Und die Befürchtung, dass man vielleicht, ja, ich sag mal, nicht genug Gefühl mit einbringt, ja, als Jungfrau. Mach dir doch darüber bitte keine Sorgen. Sei du selbst, sei so liebevoll und freundlich, wie du sein möchtest. Du musst nicht irgendwas erbringen, was nicht da ist, ja. Aber ich sag mal, so eine normale Freundlichkeit entgegenkommen oder jemandem einfach nur zuhören, ich denke, das ist das Einfachste von allem, ja. Vielleicht kommt jemand auf dich zu und braucht deinen Rat oder deine Unterstützung. Ja. Hör einfach zu und überleg dir dann, während du dir das anhörst, ob du das möchtest. Du hast ja immer noch die starke Intuition von Mars in Krebs. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Weiterhin haben wir die Sonne und den Merkur in deinem Zeichen. Gib dir weiter Full Power, gute Energien, auch das Bedürfnis, die Dinge zu richten und ich sag mal charmant und freundlich, ja, ich sag mal, gute Laune zu verbreiten. Und bitte nicht übertreiben, liebe Waage. Du bist charmant entgegenkommend, diplomatisch vermitteln, kannst auch Streit schlichten, aber du hast Schwierigkeiten damit, dich auf eine Seite zu stellen. Sagen wir, wie es ist. Der Mond im Schützen weckt den Optimismus und auch natürlich die Flexibilität, sich auf verschiedene Situationen einzustellen und man packt auch kräftig mit an. Um 20 vor 12 wechselt der Mond dann vom Schützen in den Steinbock. Da kann sehr viel mehr erwartet werden, Druck ausgeübt werden. Wir haben schließlich auch den Pluto im Steinbock rückläufig. Da ist auch Machtthemen mit drin. Und man fühlt sich möglicherweise auch als Waage ein bisschen unter Druck gesetzt oder im Stress. Lass dich bitte unter gar keinen Umständen davon stressen. Da wird vielleicht auch viel heiße Luft produziert. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, einen klaren Kopf zu bewahren, ja. Und sich im Zweifelsfall lieber Unterstützung zu holen, ja. Die Steinbock-Energie ist fleißig, ehrgeizig, erwartet viel und ist auch bereit, viel zu tun. Ich denke, du bist auch strebsam und willst das auch leisten, aber bitte übernimm dich nicht, ja. Mit dem Pluto im Steinbock rückläufig, da werden auch manchmal unlautere Mittel angewendet. Also lass dich da bitte nicht zu sehr beeindrucken. Wir haben Venus in Skorpion. Da ist man vorsichtig, man passt ein bisschen auf, man ist nicht so leicht beeindruckbar und auch gefühlsmäßig ist man da etwas zurückhaltender. Mit dem Mars im Krebs, da haben wir ja diese gefühlvolle Energie, die sehr überschäumend und hypersensibel und empfindlich ist und auch eine starke Intuition mitbringt. Diese Intuition ist der Punkt, an dem du dich da auch so ein bisschen darum kümmerst, zu schauen, wie die anderen denn unterwegs sind, ja, wo du dann eben auch die Situation besser abschätzen oder einschätzen kannst, ja. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Also, wenn du heute vielleicht ein bisschen nervös, fahrig bist und nicht so recht weißt, wie dir geschieht, tief einatmen und sagen, alles gut, als in der Ruhe liegt die Kraft und nur so kannst du auch schwierige Situationen und Stress bewerkstelligen. Jemand, der nervös ist und fahrig und so, dem passieren Fehler. Und gerade das ist der Punkt, wo man sich selbst ein bisschen zurücknehmen muss. Ich kann dir das nur aus eigener Erfahrung sagen. So, und dann haben wir natürlich
den Jupiter in Zwillinge, deinen Retter in der Not, aber der wird heute rückläufig oder ist, wenn du das hörst, rückläufig. Das bedeutet, die Kommunikation ist nicht mehr so einfach wie zuvor. Das eine oder andere fällt schwerer. Ja, dein Charme reicht vielleicht nicht mehr so aus, ist natürlich toll und nett und schön, aber in der Kommunikation kann es sein, dass Dinge falsch verstanden werden und so. Es ist nicht wie bei Merkur rückläufig, aber es ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Ja, man muss schon genau hinhören und auch zuhören. Das ist schon wichtig. Wir haben ja auch die Energie von Zwillinge, wo sie sich ein bisschen verzetteln, zu viel zumuten, sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Und wenn man das getan hat in der Vergangenheit, wird jetzt mit der Rückläufigkeit das Ganze zurückkommen. Das heißt, die Dinge werden jetzt knapp vom Termin her und man kann den rückläufigen Uranus im Stier dazu nutzen, da wieder einzuwirken. Sollte man dann bitte auch tun, ja? Also, was haben wir für die Waage heute? Die Verantwortung übernehmen, das ist der Herrscher. Du musst für die Dinge, die du tust, die du machen willst und so weiter natürlich gerade stehen, aber in Ruhe bitte. Ja? Der Magier ist natürlich Manifestation, aber auch Beeinflussung. Das kann bedeuten, dass du vielleicht auch natürlich versuchst, ein bisschen Einfluss zu nehmen, aber es kann auch sein, dass du beeinflusst wirst, ohne dass du es vielleicht merkst. Ja? Lass dir also nicht zu viel aufbürden und mach auch einen Schlussstrich irgendwie, wenn dir das zu viel wird. Dann musst du das auch sagen und dann musst du andere mit ins Boot holen. Wir haben die Nostalgie, da ist der Rückblick. Und das ist eben auch auf die Dinge, die möglicherweise noch ausstehen, ja, die vielleicht jetzt knapp werden und so. Versuche da einen guten Überblick zu haben und dir im Zweifelsfall Hilfe zu suchen. Es ist wichtig, mit der Waage-Energie auch für den Ausgleich zu sorgen. Das heißt, du kannst jetzt nicht nur ackern, 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 um das aufzuholen, was vielleicht vorher verpasst wurde. Du setzt dir bitte ein Limit und dieses Limit hältst du bitte auch ein. Dafür bist du selber verantwortlich, ja? Und mit dem Magier kannst du auch andere um Hilfe bitten. Du kannst auch sagen, wir brauchen da vielleicht eine verlängerte Frist oder sonst was. Mit der Vergangenheit, mit den Dingen, die jetzt wieder hochkommen oder wieder aufkommen, da muss man in Ruhe verfahren. Der Ausgleich ist, man kann nur so viel arbeiten, wie man eben auch an Energie hat. Und wenn man die verpulvert, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass da Hilfsmittel oder eben auch helfende Hände mit dazukommen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Mittwoch, 9. Oktober 2024. Weiterhin Sonne und Merkur in der Waage. Ausgleichend, harmonisierend, diplomatisch, charmant, aber unentschlossen. Das heißt, leichte Entscheidungen trifft man da auch nicht, muss ja auch nicht. Der Mond ist erstmal im Schützen bis 20 vor 12. Da haben wir Optimismus, Flexibilität, Ärmel hochkrempeln, mithelfen. Um 20 vor 12 wechselt der Mond in den Steinbock. Für dich eine große, gute Entwicklung, weil du bist selber ehrgeizig, fleißig, du möchtest was erreichen, verlässlich bist du auch, das ist genau dein Ding. Genauso wie im rückläufigen Pluto im Steinbock ist das so deine Orientierungsleitlinie, ne? Auch als Wasserzeichen, wo du dann auch sagst, langfristig planen, verlässlich sein und auch, ich sag mal, in Machtthemen möchtest du auch am liebsten immer den Ton angeben, wie jeder, und du möchtest da eben auch durch deine Leistung und dein Können glänzen. Bei Machtthemen muss man nur aufpassen, dass man da nicht einfach verheizt wird. Dafür muss man einen Blick haben. Jetzt haben wir den Mars im Krebs, wie schon länger, gefühlvoll, sensitiv, hypersensibel und natürlich verletzbar. Da sollte man weiterhin drauf achten. Aber die Intuition hilft dir natürlich auch enorm, die Situation richtig einzustufen, dich selber auch davon zu überzeugen, wo es sich lohnt und wo nicht. Und das solltest du natürlich auch nutzen. Die Krebsenergie ist familiär, liebevoll, entgegenkommend, freundlich. Und deine Energie in der Venus, wir haben ja die Venus in Skorpion, die ist so ein bisschen misstrauisch, vorsichtig. Das ist auch gut so, solange du eben nicht übertreibst und dich vielleicht auch vom Ehrgeiz, naja, ich sag mal, überfordern lässt. Das ist wichtig. So, dann haben wir Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Wie geht's dir selber?
Wie fühlst du dich? Bist du fit oder fühlst du dich angeschlagen? Dann sollte man auch nicht Übermäßiges von sich verlangen. Wenn man fit ist, auch da sollte man gesunde Grenzen setzen, weil man sonst nicht lange durchhält. So, und das sind so die Dinge, die du da auch bei beachten solltest. Wie gehst du auf andere zu und was spiegelt sich im Verhalten der anderen für dich auch wieder? Wir haben Jupiter in Zwillinge schon eine ganze Weile. Ab heute ist er rückläufig. Das bedeutet, die Kommunikation geht einem nicht mehr so locker flockig von der Hand und man fühlt sich manchmal auch so ein bisschen missverstanden und blickt vielleicht auch nicht so ganz durch. Wichtig ist gutes Zuhören, im Zweifelsfalle nachfragen oder auch Nachfragen möglichst aktiv beantworten. Ne? Wir haben den Charme der Waage, ja, aber das reicht jetzt nicht mehr so ganz aus. Und dann haben wir noch die Energien von Zwillinge, wo wir uns ja zu viel zugemutet haben und wo wir vielleicht an zu vielen Dingen gleichzeitig mitgewirkt haben. Das kommt jetzt in der Rückläufigkeit auf uns zurück, weil es könnte eng werden mit den Terminen. Es wird langsam zu viel vielleicht und du kannst natürlich Uranus im Stier weiterhin zur Hilfe nehmen, die Dinge zu klären in aller Ruhe. Also bitte auch im Zweifelsfall ruhig auch Hilfe erbitten. Das ist keine Schande. So, wir haben die Nostalgie, das ist der Blick zurück. Wir haben das Langsammachen. Ja, hast du in der Vergangenheit die Dinge langsam angegangen oder kommt dir plötzlich so in Erinnerung, ups, da war ich ja auch noch dran. Du bist offen für Neues, du bist entgegenkommend, freundlich und nimmst auch, ich sag mal, neue Menschen oder so höflich und freundlich auf. Du brauchst halt Zeit, um, ich sag mal, Geselligkeit zu empfinden oder da Vertrauen zu finden. Langsam machen ist immer eine gute Sache. Dich aber zu öffnen und auch im Zweifelsfall Hilfe anzunehmen, das wäre gut. Die Strategie bedeutet, ich bin jetzt auch offen, wenn jemand Hilfe braucht, aber ich bin auch sehr gerne bereit, mich mit anderen zusammenzutun, um die Dinge zum Erfolg zu führen. Also das Zwischenmenschliche bei aller, ja, ich sag jetzt mal, Ehre oder Fortkommen, man will vorankommen, sollte immer auch eine wichtige Rolle spielen. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Die Sonne und der Merkur weiterhin in der Waage. Ausgleichend, harmonisierend, diplomatisch, entgegenkommend, freundlich. Ja, auch, ich sag mal, streitbeilegend, aber unentschlossen. Die Waage-Energie, die stellt sich nicht auf eine Seite. Das muss man wissen. Der Mond im eigenen Zeichen weckt weiterhin den Optimismus und dieses, wir krempeln die Ärmel hoch und gehen es an. Wir stellen es auf jede Situation flexibel ein, aber nur bis 20 vor 12. Dann wird mehr erwartet. Wir haben den Mond in Steinbock. Ne? Da kommt dann vielleicht auch eine Menge Arbeit auf einen zu oder man bekommt plötzlich und unerwartet irgendwelche neuen Sachen, die schnellstmöglich fertig gemacht werden sollen und so weiter. Das kann alles passieren. Wir haben schließlich auch den Pluto im Steinbock rückläufig. Da sind die Macht- und Ohnmacht-Themen drin. Und natürlich auch die langfristige Verlässlichkeit, ja, die ehrgeizige Energie voranzukommen und natürlich auch, wo es Druck geben kann. Trotzdem sollte man die Ruhe bewahren. Das ist ganz besonders wichtig. Ja? Sich nicht kirre machen lassen, weil dadurch, wenn man nervös wird, dann macht man Fehler. Lieber langsam und weniger dafür korrekt, weil alles andere würde sonst vielleicht auch zu Ärger führen. Der Mars im Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, familiär, liebevoll, aber auch hyperempfindlich und damit leicht verletzbar. Und man selber kann durchaus auch an dieser Position sitzen. Und auch sehr intuitiv. Und diese Intuition hilft uns vielleicht auch allen ein bisschen, die Situation entsprechend gut einschätzen zu können. Ja? Und wenn wir das ein bisschen geübt haben, dann können wir uns auch ziemlich gut darauf verlassen. Dann ist das für uns die beste Leitlinie, die wir haben können. Die Venus befindet sich auch im Skorpion, auch einer Wasserenergie, die aber ein bisschen anders ist. Sehr skeptisch, sehr zurückhaltend, misstrauisch und vorsichtig. Eine gewisse Vorsicht ist ja, wie gesagt, bei dieser Empfindlichkeit auch wichtig, aber nicht zu viel. Also nicht in Depressionen oder deprimiert irgendwie an die Dinge rangehen, sondern einfach ein bisschen achtsam damit umgehen. Mit Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig schauen wir ja hoffentlich auch danach, wie wir selber so drauf sind und wie wir mit den Dingen und den Menschen umgehen.
Ja, weil das spiegelt sich auch meist in den Reaktionen. Nicht immer natürlich, auch jemand anderer kann mal schlecht drauf sein und einen ohne Grund anranzen, aber dann steckt meistens irgendwas dahinter. Das muss nicht uns betreffen. Also solche Dinge mal zu analysieren und sich anzuschauen, ist vielleicht eine gute Idee. Wir haben den Jupiter in Zwilling. Er hat uns wunderbare Dienste geleistet, bisher schon in der Kommunikation überzeugend zu sein, gut rüberzukommen. Mit dem Charme der Waage ist ab heute rückläufig. Und das bedeutet, diese Kommunikation ist nicht mehr so leicht und easy und klappt nicht mehr so gut. Ja, man merkt das, es kostet ein bisschen mehr Anstrengung zu überzeugen oder jemanden auf seine Seite zu ziehen oder irgendwas zu erklären. Vielleicht gibt es auch Missverständnisse, nicht wie bei Merkur rückläufig, aber man kriegt vielleicht auch selber nicht alles mit. Man sollte sich aber bemühen, eben diese Dinge direkt auch anzusprechen, zu klären oder nachzufragen. Ja, gilt natürlich auch in beide Richtungen. So, die Zwillingenergie, sich zu verzetteln, sich zu viel zuzumuten, könnte jetzt auch mit der Rückläufigkeit zurückkommen wie ein Bumerang. Wenn du zu viele Dinge auf einmal irgendwie geplant hast, kommen die jetzt alle auf einmal und du kommst ins Schwitzen. Der rückläufige Uranus im Stier hilft uns auch weiterhin dabei, diese Dinge zu managen, aber vielleicht hast du auch vorher schon ein bisschen aufgepasst. Das wäre zumindest recht gut. Wir haben den Krebswagen, das ist in der Spur bleiben, nicht ausscheren. Das Ass der Münzen, ein Samen für die Stabilität und Sicherheit in der Zukunft legen. Und die Obsession, da ist die Steinbock-Energie, der Ehrgeiz, ja. Und ich meine, ja, Ehrgeiz, okay, bis zu einem gewissen Grad. Der Teufel ist ja mal die Übertreibung. Dann will man zu viel, dann überfordert man sich auch schon mal. Dann arbeitet man so viel, dass man kein Privatleben mehr hat oder ähnliches, ja. Das wäre nicht so das, was ich darunter verstehen würde. Ehrgeiz bedeutet, ich tue das, was geht und was ich will, inwieweit ich gehen will, aber ich achte trotzdem auf mich, meine Gesundheit. Ich will ja nicht ausscheren hier. Und wir haben die Disziplin und diese Disziplin sehe ich eben nicht nur im Geschäftlichen, sondern auch darin, uns selbst ein bisschen zu disziplinieren, nämlich auf uns selber ein Stückchen mehr zu achten und uns nicht immer einfach weiter, weiter, weiter zu schieben, sondern auch innezuhalten und zu schauen, wo es denn hapert oder wo was fehlt, ja. Also vergiss nicht, Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig ist dafür da, damit du mit der gleichen Disziplin, mit der du deine Karriere förderst, auch für dein eigenes persönliches Wohlergehen sorgst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024, Sonne und Merkur weiterhin in der Waage. Charmant, nett, freundlich, entgegenkommend, diplomatisch, ja, aber auch etwas unentschlossen. Sie stellt sich ungern auf eine Seite. Der Mond befindet sich im Schützen, erstmal bis 20 vor 12, optimistisch, mit anpackend, flexibel auf Situationen reagiert. Um 20 vor 12 wechselt der Mond in dein Zeichen. Dann fühlst du dich bestärkt, da kommt richtig viel Power auf. Du hast ja schon viel Power durch den rückläufigen Pluto im Steinbock. Macht- und Ohnmacht-Themen hast du alles wunderbar im Griff. Ich hoffe auch, die Selbstfürsorge hast du gut im Griff. Das gehört nämlich genauso dazu. Ja? Das Gefühlsleben, strategisch vorzugehen, langfristig zu planen, verlässlich zu sein. Ja, wie gesagt, das ist auch im Gefühlsleben sehr wichtig. Und man sollte sich auch dann entsprechend diszipliniert darum kümmern. Und mit Macht- und Ohnmacht-Themen, da sollte man sich gut überlegen, ob man da eben auch nicht seine menschliche Seite mit einbezieht, egal auf welcher Seite du gerade stehst. Der Mars befindet sich im Krebs, sehr gefühlvoll, einfühlsam, sensitiv, liebevoll und natürlich auch hypersensibel und damit leicht verletzbar. Auch du kannst natürlich auch in dieser Situation leicht verletzbar sein. Diese Energie bringt aber auch eine starke intuitive Kraft mit. Das bedeutet, deinem Bauchgefühl vertrauen oder Vertrauen lernen. Sich ein bisschen mehr auf die Instinkte zu verlassen. Was ist gut für mich? Und wo muss ich aufpassen? Ich muss auch fürsorglich mit mir selber sein, weil nur wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen. Also kann ich dafür sorgen, dass es anderen auch gut geht. Ja. Wir haben mit der Venus in Skorpion eine
Ja, eher kritische Energie. Also man ist nicht so blauäugig, man ist sehr vorsichtig, kritisch, wie gesagt, und ein bisschen misstrauisch auch, was so Gefühlsdinge betrifft. Man ist da aber auch sehr achtsam in Bezug darauf, wie man mit anderen umgeht. Und das kann sehr helfen, gerade mit der Krebsenergie, dass wir eben nicht zu forsch und zu direkt sind, zum Beispiel in der Kommunikation, ja. Dass man da jemanden zu nahe tritt und jemanden kränkt, was man vielleicht gar nicht will. Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, da schauen wir auch mal vor die eigene Haustür. Wie sind wir denn so gerade unterwegs? Sind wir gut drauf? Sind wir müde? Sind wir angespannt? Sind wir vielleicht auch richtig wütend oder so? Das spiegelt sich alles in unserem Umgang auch mit anderen wieder, aber auch im Umgang mit uns selbst. Und da müssen wir eben auch die Verbesserungsmöglichkeiten nutzen, würde ich dir nur ans Herz legen. Die Kommunikation mit Jupiter in Zwillinge ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil der ist ab heute rückläufig. Das bedeutet, naja, es ist nicht mehr so leicht, andere zu überzeugen oder überzeugt zu werden, sich durchzusetzen. Man wird hinterfragt oder es kommen Missverständnisse auf. Aber nicht wie bei Merkur rückläufig, sondern vielleicht wird einfach was falsch verstanden. Das kann man direkt klären, sollte man auch tun. Aber man sollte gut zuhören auch, was darüber kommt, ja. Mit dem Charme der Waage kann man ein bisschen arbeiten, aber das scheint nicht mehr so ganz zu reichen. Die andere Qualität der Zwillinge-Energie ist ja, dass man sich ein bisschen zu viel zumutet, zu viele Dinge gleichzeitig irgendwie handelt, ja, Multitasking. Und das kommt jetzt alles irgendwie zusammen. Es kann sein, dass die Termine ablaufen, man nicht genug Zeit hat oder was dazwischen kommt. Und da kann man weiterhin mit Uranus im Stier natürlich weiter arbeiten. Der ist ja rückläufig, dass die Dinge noch Hand und Fuß haben. Ich hoffe, du hast schon vorgesorgt für den Fall. Was haben wir? Wir haben die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Naja, wir wünschen uns was, wir stellen es uns vor, aber die Realität passt nicht so immer so ganz. Wir haben aber auch hier die 10 der Kelche, da ist Entgegenkommen. Also ich denke mal, gute Nachrichten, schöne Entwicklungen, die Krebsenergie tut dir auch gut als Steinbock. Das ist wunderschön, man kann sich entgegenkommen und das Ganze zu einer 10 der Kelche machen. Wenn man bereit ist und wenn man das möchte, ja, es liegt immer auch daran, wie offen man dafür ist und wenn man das ja auch zulässt als Steinbock. Da haben wir einen leidenschaftlichen Neubeginn. Das kann durchaus eine Liebe für etwas sein oder vielleicht auch, ich sag mal, ein neuer Kontakt oder so oder auch ein Projekt, wie auch immer. Man ist da begeistert, ja. Wir haben aber auch die 7 der Stäbe. Ich sagte ja eben, in der Kommunikation ist das nicht immer so leicht jetzt, ne? Wenn Jupiter rückläufig ist. Der nimmt so ein bisschen den Dampf raus, so überzeugend und locker flockig die Dinge zu präsentieren. Wir haben aber hier auch die Kommunikation drin. Man muss sich da vielleicht ein bisschen zügeln und vielleicht auch erstmal. Ja, die Fragen oder die Kritik, die vielleicht auch mit den 7 der Stäbe kommt, erstmal anhören, bevor man darauf reagiert. Das ist auch wieder Zeit, in der du dir Argumente überlegen kannst, ja. Wir haben insgesamt 8 Stäbe, das heißt, es geht um etwas in der Kommunikation. Vielleicht gibt es da auch im Gefühlsbereich und der Kommunikation etwas, was so ein bisschen fehlgeleitet wird durch eine dumme Bemerkung, Äußerung, ja. Also achte darauf, dass du da eben auch die richtigen Worte wählst oder dir erstmal anhörst, was dir, sagen wir mal, jemand sagt, finde ich nicht gut oder so. Und dann kannst du heraushören, ob derjenige es auch richtig verstanden hat. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024, und wir haben weiterhin Sonne und Merkur in der Waage. Harmonisierend, diplomatisch, charmant entgegenkommt und natürlich eine Luftenergie wie deine. Aber die Waage-Energie ist ein wenig unentschlossen, wird sich also so schnell nicht zu etwas entscheiden. Der Mond befindet sich bis 20 vor 12 im Schützen. Optimistisch, anpackend und natürlich auch flexibel auf neue Situationen reagierend. Ab 20 vor 12 ist dann der Mond im Steinbock, da wird einiges abverlangt. Man ist aber auch vielleicht irgendwie in, ja, so einem Mod, wo man auch viel machen möchte. Man ist vielleicht auch sehr strebsam. Denn mit der Steinbock-Energie verbindet man auch Ehrgeiz, Fleiß,
Verlässlichkeit, langfristig plant und natürlich auch Autorität. Denn wir haben Pluto im Steinbock rückläufig, eben auch mit der Autorität. Da haben wir Macht- und Ohnmacht-Themen. Man muss nur aufpassen, dass man da vielleicht auch nicht, naja, ich sag mal, mit einem Zückerchen gelockt wird und dann tatsächlich sehr viel machen muss. Ja, man sollte da ein bisschen aufpassen. Mars im Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, familiär, liebevoll, fürsorglich, eben auch mütterlich und so weiter und hyperempfindlich, also sehr leicht verletzbar. Dabei aber auch und vielleicht dadurch auch eine starke intuitive Kraft, wo man Situationen besser einschätzen kann, wenn man sich darauf einlässt, wenn man auch gefühlsmäßig versucht, eben die Energien so ein bisschen zu deuten und so weiter, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Neptun und Saturn in den Fischen, da kommen wir auf uns selber zu und schauen, wie wir so unterwegs sind und wie wir das Ganze auch mit beeinflussen können natürlich und was wir verbessern können von unserem eigenen Tun und Handeln und Fühlen und Denken. Die Venus im Skorpion ist eher auch skeptisch, vorsichtig, misstrauisch und beäugt das Ganze auch ein bisschen. Es ist gut, vorsichtig zu sein, weil wie gesagt, mit der Krebsenergie möchte man keinen verletzen. Und man möchte auch selber nicht verletzt werden, wenn man eben auch empfindsam ist. Aber wie gesagt, nicht übertreiben mit der Vorsicht. Wir haben ja Jupiter in Zwillinge, auch ein Luftzeichen wie deins, aber eben auch ab heute rückläufig. Die Kommunikation fällt schwerer. Einige Dinge gehen nicht mehr so leicht von der Hand, das muss man einfach sagen. Man sollte sich darauf einstellen. Man sollte mehr Zeit einplanen, vielleicht auch für gewisse Dinge. Und ja, auch den Charme der Waage, aber der reicht halt nicht mehr aus. Und man sollte auch mit der Energie arbeiten. Wir haben ja vorher gesagt, Zwillinge-Energie, man wagt zu viel, man verzettelt sich zu leicht. Ja, und das kann eben jetzt in der Rückläufigkeit auch wieder auf einen zurückkommen, indem man nämlich daran erinnert wird, wann Abgabetermin ist, wann die anderen, weiß ich, ein Ergebnis haben wollen, wie auch immer. Und das kann dann zu Stress führen, wenn man nicht aufpasst. Der rückläufige Uranus im Stier hilft uns auch weiterhin dabei, diese Dinge zu klären, abzumildern und in Ruhe eins nach dem anderen abzuarbeiten. Vielleicht hast du ja auch im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass das nicht mehr so leicht passiert. Wir schauen mal. Vier der Münzen an etwas festhalten. Die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, das gilt für Finanzen genauso wie auch für Beziehungen. Und der Hierophant. Also man möchte diese Selbstsicherheit, die man auch, ich denke, mit der Zwillinge-Energie erreicht hat, natürlich nicht loslassen. Man denkt, das geht jetzt lustig so weiter. Leider nicht. Man muss ein bisschen Disziplin an den Tag legen. Man muss sich auch ein bisschen mehr vielleicht auch selber hinterfragen, ein bisschen mehr anstrengen könnte sein, auch wie gesagt im Arbeiten oder in der Kommunikation als Ganzes. Vielleicht fällt einem zum Beispiel auch das Lernen nicht mehr so leicht. Man hat ein bisschen mehr zu kämpfen damit, ja. Aber es funktioniert, wenn man dranbleibt, ne? Es ist jetzt hier so wie so eine Probe, ziehe ich das durch, auch wenn es mal schwierig wird. Und das sollte man natürlich dann noch tun. Also, du hältst an Sicherheit und Stabilität fest. Das ist gut. Das ist ja auch der Anreiz, sich dafür einzusetzen mit dem Hierophanten. Auch natürlich für sich selber sorgen, haben wir ja gesagt. Die Disziplin gehört nicht nur in die Arbeit, sondern auch in die Selbstfürsorge. Was mache ich mit mir, mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen und natürlich auch mit meinem Körper? Und wie kann ich da bestmöglich mit umgehen zum Beispiel, ja? Also sei schön fürsorglich auch zu dir selbst und ja, wenn du ehrgeizig bist, in einem gesunden Rahmen. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 9. Oktober 2024. Weiterhin Sonne und Merkur in der Waage. Kennen wir schon, ist nicht neu. Harmonie, Diplomatie, Charme entgegenkommt, vermittelnd natürlich auch, aber stellt sich nicht auf irgendeine Seite, die Waage-Energie. Das heißt, Entscheidungen fallen nicht so leicht. Der Mond im Schützen bis 20 vor 12, optimistisch, flexibel, mit anpackend, danach im Steinbock. Das liegt dir als Fisch schon eher. Es ist eine gute Leitlinie, strategisch vorzugehen, verlässlich, langfristig
und auch natürlich fleißig und akribisch da dran zu bleiben. Jetzt haben wir den Pluto ebenfalls im Steinbock, allerdings rückläufig. Da geht es auch darum, dran zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen, durchzusetzen möglicherweise. Macht- und Ohnmacht-Themen sind immer so eine Sache. Da wird auch manchmal mit nicht so lauteren Mitteln gearbeitet. Darauf sollte man vorbereitet sein. Also man kann schon sagen, dass natürlich die Steinbock-Energie den Ehrgeiz weckt, auch den Fleiß, aber man sollte sich bitte auch da nicht verheizen lassen, ne, von irgendeinem ehrgeizigen Vorgesetzten oder so. Ein gesundes Maß ist wichtig. Mars in Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, familiär, schönes Miteinander, hyperempfindlich und damit auch leicht verletzbar, kann auch jeden anderen treffen, nicht nur im Krebs natürlich. Und wir haben eine stark ausgeprägte Intuition, die natürlich auch allen zur Verfügung steht. Das heißt, man kann Situationen besser einschätzen, wenn man sich darauf einlässt. Ich meine, dich brauche ich als Fisch nicht zu fragen, ob du das sozusagen gut hinbekommst. Ich denke, das ist normal. Ja, es ist gut auch zu merken, wenn andere es nicht so gut mit einem meinen, weil man sich dann dezent zurückziehen kann. Die Venus im Skorpion ist eben auch vorsichtig, misstrauisch und eben auch bedacht darauf, gewisse Situationen eben auch zu erkennen. Und das kann eben auch sehr hilfreich sein, aber auch eben vorsichtig zu sein, entweder um nicht selber verletzt zu werden oder andere nicht zu verletzen. Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Wie geht's uns selbst? Wie stehen wir da? Was wollen wir? Was können wir in der derzeitigen Situation auch im Kleinen verbessern? Was können wir dazu beitragen, dieses oder jenes anders zu machen, was dann die ganzen Dinge erleichtert, verbessert, verschönert, wie auch immer? Und immer wohlwollend sich selbst gegenüberstehen. Weil nur wenn es dir gut geht, dann kannst du auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Dann haben wir den Jupiter in Zwillinge. Ab heute rückläufig. Das bedeutet, diese starke kommunikative Fähigkeit wird ein bisschen schwieriger. Das kann dazu führen, dass man was falsch versteht, dass man vielleicht nicht die richtigen Worte findet oder nicht so überzeugend ist oder mit Kritik rechnen muss. Das ist jetzt nicht wie bei Merkur rückläufig, aber man sollte schon sehr aufmerksam zuhören, wenn irgendwas ist. Man kann sehr leicht falsch liegen. Also einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch der Kommunikation widmen. Das eine oder andere fällt leider nicht mehr so leicht wie zuvor. Auch der Charme der Waage reicht da leider nicht mehr aus. Und die andere Qualität der Zwillinge-Energie, dass man sich verzettelt, so viel vornimmt und zu viele Projekte am Laufen hat, die kommt jetzt wie ein Bumerang zurück, weil dann die Termine eng werden, wenn man nicht alles geschafft hat oder so. Wenn man sich zu viel aufgeheißt hat, da muss man jetzt sich auch nicht doppelt und krumm legen, sondern man sollte mit der Uranus rückläufig Energie im Stier dafür sorgen, die Dinge gerade zu bügeln. Ja, also ich hoffe, du hast das schon vorbereitet. Der Hierophant, es geht auch um dich selbst, aber auch deine Beziehungen zu anderen. Die Liebenden, da ist die Zwillinge-Energie. Was ist so das, was du bevorzugst, auch in zwischenmenschlichen Bereichen oder wie du mit den Dingen umgehen möchtest? Da gibt es eine Enttäuschung. Also es kann durchaus sein, dass du merkst, der eine oder andere ist nicht wirklich so ehrlich und offen, wie ich dachte. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Und die Erkenntnis an sich, das habe ich eben schon mal angedeutet, ist nicht schön, aber sie bewahrt dich ja davor, dieser Person weiter dein Vertrauen zu schenken oder der Person irgendwas Wichtiges mitzuteilen. Also es hat immer im Negativen auch immer etwas Gutes. Und hier ist die 2 der Kelche. Möglicherweise kommt es auch zu einer Aussprache oder es ist hier tatsächlich etwas, wo man sich missverstanden hat, ja. Aber auch wenn man einen kleinen Streit hat oder so, das Gespräch auf Augenhöhe sollte möglich sein. Also es ist nicht so wild, ja. Man kann die Dinge schon schnell wieder klären. Vielleicht wird man einfach auch, ich sag jetzt mal, falsch verstanden oder man kriegt selber was in den falschen Hals. Direkt klären, dann ist es aus der Welt. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.